Hi, servus Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, der Tagesplan steht ja eigentlich schon fest. Wir holen den Schatz. Auf geht's. Ja, ich glaube, hier in dem Haus gibt es einen Bunker. War das hier? Hören wir schauen. Ja, hätte auch über den Zaun springen können, ne? Ja, genau. Hier ist der Bunkereingang. Aber das ist noch nichts für uns. Da müssten wir uns noch ein bisschen besser vorbereiten. Ja, das Schlimmste, was uns passieren kann auf dem Weg dahin, sind meiner Meinung nach ein paar Wölfe, ein Rudel. Oh, die hat mich schon gesehen. Ja, müssen ja nicht den direktesten Weg nehmen. Können wir uns noch ein bisschen umschauen hier. Der Tag ist noch frisch. Gut aussehende Schuhe. Ja, ich glaube, das braucht man nicht. Bekommt der Händler. Das sieht schon besser aus. Stahlknüppel fertigen. Ja, es ist da mal was.
Es läuft ja dahin, wo er mich zuletzt gehört hat. Voll verpeilt. Was der an Nahrung verbraucht, ey, Wahnsinn. Kann sich pausenlos das Zeug reinschieben. Ja, der war jetzt von der Stripperin mal kurz abgelenkt, ne? Und das ist die Quittung dafür. Ja, neue Stadt. Der Weg führt uns in eine neue Stadt. Vielleicht ist es ja weit genug weg und es gibt da schon einen neuen Händler. Wäre natürlich schön, wenn wir den finden würden. Sieht ziemlich groß aus, die Stadt. Ja, sind wir ja schon da. Ging ja schneller wie erwartet. Ja, nur das Graben wird jetzt ewig dauern. Schauen wir noch ein paar Mods für haben. Für die Schaufel. Ja, sieht aus wie zwei Griffe, ne? Ja gut, auf geht's.
Na, irgendwas Positives hat es. Kommt noch einiges an Leben zusammen, was wir auf jeden Fall noch brauchen würden. Ja, das ging ja fix. Da ist der gute Schatz. Ja, verschlossen, das hatte ich ja schon vergessen, dass man die noch knacken muss. Ja, Wahnsinn. 5.500 Dukes. Wahnsinn. Und ein bisschen Spielerei. Brandpfeile, Springpfeile. Ja, die Haube, die haben wir leider schon. Aber 5.500 Dukes. Geil. Ist das ein Bücherladen da hinten? Nein. Ja gut, jetzt noch die Krankenschwester, ne? Den haben wir eh noch eine Rechnung offen. Mal schauen, wie hart das wird, aber ich denke, ein paar Krankenschwestern, das sollte schon gehen. Fix was essen. Waffencheck. Ja, mal wieder nicht nachgeladen. Perfekt. Auf geht's. Ja, was ist schon? Easy. Es sollten jetzt nochmal 500 Dukes sein. Die können wir dann vom nächsten Händler abholen. Ja gut, ein bisschen Zeit haben wir ja eigentlich noch. Vielleicht finden wir ja den Händler hier. Wo ist eigentlich der Bär hin? Ja, da hinten beim Baum. Okay.
Das lassen wir jetzt. So viel Zeit haben wir auch nicht. Ja, triff halt mal. Ich hab doch einen Wolf gehört. Ja, da hinten ist ein Hund. Der war wie kurz gelähmt, ne? Nachts 5% mehr Erfahrungspunkte. Ja, wir sollten wahrscheinlich doch wieder Richtung Heimat jetzt. Wir verbrauchen ja so viel Nahrung und Zeit. Zu Fuß den Händler suchen ist schon ein bisschen blöd. Und dann gibt es hier vielleicht nicht mehr einen. Geier hier in der Gegend, ey. Die greifen erst an, wenn man nicht drauf vorbereitet ist.
Unser Haus, andere Stadt. Nur in einer bescheideneren Gegend. Hier wollen wir nicht wohnen. Ja, wir schauen noch kurz in die Feuerwache. Da gibt es zwei Automaten. Da ist vielleicht was zu essen für uns bei. Der schläft einfach weiter. Ist gut was wert. 100 Dukes. Haben wir schon. Und 10% mehr Schaden mit einer Magnum. Auch gut. Ja, was muss, das muss, ne? Schöne Geld. War noch was anderes? Nö. Jetzt nach oben der Automat. Ja, so viel schönes Zeug, aber wir sind schon 5 überladen. Würde es ja gern mitnehmen hier. Zuckerhindern, Gesundheitsbalken. Ja. Ach, der Weg ist so weit. Nee, das hier ist eine ganz seltsame Location. Hier parken ein paar Geier ab. Kann man einen nach dem anderen abschießen. Die anderen interessieren sich überhaupt nicht. Kann hier quasi XP farmen. Verstehe nicht. Wer denkt sich sowas aus?
Naja, gut für uns. Wir brauchen auch das Kamelfleisch. Und die Knochen. Hier drin sitzt noch mehr davon. Ist halt nur für die blöd, die vielleicht einfach mal so reinlaufen, ohne zu schauen oder so. Hey. Ah, die werden nix. Noch einer. Und ein Halbi, ein Zombie. Ja, Gammel für 10 Beete. Und jede Menge Knochen für Leim. Schön. Ja, 20 Uhr. Wir sollten langsam aber sicher mal nach Hause kommen. Aber ich denke, das wird nichts mehr. Ja, noch mehr Luden. Dass man noch schwerer wird, noch langsamer läuft. Ist genau der richtige Weg. Ja, manchmal halten die da irgendwie mehr aus, oder? Ewig auf den eingeschlagen.
Ja, den Händler haben wir jetzt nicht gefunden, falls es so einen gibt. Ja, was da ist. Hier ist Shamwe Food Fabrik. Mal abgespeichert. Ah, ist ja noch ewig, noch richtig weit. Und so voll. Ja, ich mache halt jetzt hier jedes Nest auf, was ich sehe, wenn man in Eiern halt Eier und Speck machen kann. Das ist halt wesentlich besser, wie das Fleisch halt so durchbraten. Aber irgendwie die Eierausbeute ist schon gering. Also wir schaffen es nicht nach Hause, wir müssen irgendwo Unterschlupf finden. Einfach mal schießen ab und zu. Ja, davon ist das Haus, wo wir vom Hinweg schon vorbeigekommen sind. Da verbringen wir jetzt die Nacht. So, schöner Ausflug. Richtig viel Dukes abgefasst. Ich würde sagen, das war's für heute. Machen wir nächstes Mal direkt hier weiter. Also, ciao Leute.